Am Abend ist etwas Ruhe für das Team um Ärztin Birgit Maas eingekehrt. Doch das ändert sich schlagartig, als ein aufgeregter Vater die Notaufnahme betritt. Hallo, kommen Sie bitte. Guten Tag, was ist das? Krampfanfall. Okay. Hallo? Hat er das häufiger? Der hatte das noch nie. Seit wann hat er das? Das ist im Auto begonnen. Wie alt ist er? Er ist 17 Jahre alt. Was ist los? Wir haben einen 17-jährigen Mann. Erste Mal Krampfanfall in seinem Leben. Über den jungen Patienten wusste ich ja jetzt erstmal nichts, außer dass er jetzt aktuell einen Krampfanfall hinter sich hatte. Er war ja fast vorbei, als er bei uns eingetroffen ist. Da muss man natürlich an alles denken. Möglicherweise hatte der junge Mann einen epileptischen Anfall. Hallo? Marvin, ganz ruhig. Ganz Marvin, ruhig, schau dich mal an. Ganz oh, es heißt, wir müssen einmal Temperatur messen. Genau. Was ist passiert? Sie sind der Vater, was ja, ist los? Ich bin der Vater. Ruhig, ganz ruhig. Im Auto fing er plötzlich an zu krampfen, zu zucken und zu zittern. Er hat das noch nie gehabt. Hat es denn da irgendeinen Auslöser gegeben? Flackerndes Licht, irgendwelche Besonderheiten? Mir ist nichts aufgefallen, nein. Ich möchte einmal den Blutdruck messen. 39,8. 39,8, ja. Okay. Kannst du mal Blutabnahmen vorbereiten? Ja. Ich gucke einmal in die Augen. Nimmt Ihr Sohn Medikamente ein, regelmäßig? Nein, gar nichts. Ja, da kann man jetzt nichts erkennen, ist unauffällig. Isochor. Und hat er sonst nichts an Vorerkrankungen? Nichts, überhaupt nichts bekannt. Wissen Sie, er war vorher so ruhig und so apathisch. Und ich weiß überhaupt nicht, was los war. Und dann habe ich ihn angesprochen, was ist denn los? Ja. Und er wurde plötzlich aggressiv und so kenne ich ihn gar nicht. Und das hat er vorher noch nicht gehabt. Also er ist ein ganz ruhiger Kerl. Und ja, und dann fing das mit diesem Zittern und Krämpfen an. Das war schon richtig, dass Sie hergekommen sind. Unsere Ärztin möchte dir mal einen Zugang legen. Der Patient hatte erstmal einen sehr niedrigen Blutdruck. Ansonsten war er sehr unruhig, aber auch schlecht ansprechbar. Außerdem haben wir festgestellt, dass er ziemlich hohes Fieber hatte, knapp unter 40. Das ist natürlich immer schon ein Alarmzeichen und deutet auch auf eine starke Infektion hin. Trinkt Ihr Sohn denn genug? Marvin. Ja, natürlich. Marvin, lass die Augen auf. Hat er irgendwas Besonderes gegessen? Nimmt er Drogen? Marvin. Nein, er nimmt keine Drogen, Gottes Willen. Lass mal, ja lass nicht mal. Kurz. Marvin, trink ja, vielleicht ruhig mal. Marvin. Oh, das ist aber seltsam. Darf ich mal? Warte mal. Marvin, möchtest du was trinken? Kurz. Marvin, ganz ruhig, ganz ruhig, ganz ruhig. Wir sind bei dir. Gut. Waren Sie im Ausland? Wissen Sie, ob er irgendwelche Unfälle hatte? Okay, Selvia, Mundschutz, doppelte Handschuhe bitte. Okay. Das ist, er ist vom Hund gebissen worden, als wir vor etwa genau, vier Wochen in Thailand waren. Richtig. Pass auf, die Schere weg. Wir waren sofort in der Klinik, aber es wurde alles versorgt. Er hat auch eine Spritze bekommen. Ich denke, Tetanus. Wie lange ist das her? Vier Wochen etwa. Der Vater wollte seinem Sohn was Gutes tun und wollte ihm was zu trinken anreichen. Der Sohn hat das aber vehement abgelehnt. Das kam mir schon sehr komisch vor. Auch bei mir hat er dieses stark ablehnende Verhalten gezeigt. Wenn man jetzt diese Hydrophobie, also diese starke Ablehnung gegen Wasser zusammen in Kombination mit dieser Wunde sieht, das ist wirklich tatsächlich ein ganz spezifischer Hinweis. Hier steht jetzt der Verdacht von Tollwut im Raum, muss ich Ihnen ganz ehrlich sagen. Tollwut, nein, ich... Ja? Einmal noch für den Vater Mundschutz und für den Patienten auch. Tollwut ist hoch ansteckend über den Speichel. Man verspürt nach kurzer Zeit Taubheitsgefühle um die Wunde rum. Es führt zu Paresen, also Lähmungen. Sobald Symptome aufgetreten sind, kann man bei Tollwut wirklich gar nichts mehr machen und führt wirklich auch relativ schnell durch Lähmung auch zum Tod. Alles Weitere müssen wir dann noch abwarten, die Blutuntersuchung, denn die tatsächliche Diagnose über die Laborparameter steht noch aus. Wir müssen noch Blut abnehmen. Kannst du immer gerade die Röhrchen rumreichen? Dann bleibe ich nämlich hier. Ich möchte einmal einen Zugang legen bei dir. Das kann, ein bisschen tief. Ganz ruhig. Ganz ruhig. Marvin. Marvin, bitte. Lass lieber los, ehe wir uns selber... Marvin, ruhig. Bleib weg. Marvin. Marvin. Aua. Bleib weg. Pass auf. Pass auf dich auf, komm. Marvin, ganz ruhig. Geh einmal hier rüber. Marvin, ganz ruhig. Marvin, ganz ruhig. Ganz ruhig. Marvin, lass das Messer hier. Scheint aber nur oberflächlich zu sein. Hast du einen Moment Zeit? Bitte. Aber Selvia, könnt ihr das hier versorgen? Scheint nur oberflächlich zu sein. Ich kümmere mich um Marvin. Ja, ich gucke. Ich gehe gucken. Wir sind gerade in der Zimmer. Yes, Maria. Hier, Frau Maas. Der Marvin hat sich im Zimmer eingesperrt. Gisela! Lena. Wir brauchen einmal Universalschlüssel und die Selvia soll Notfallsedi mitbringen, ja?
So, Sie bitte einmal um die Ecke, bitte. Das Lena, ist jetzt ganz wichtig. Ich weiß nicht, was hier... Beruhigen Sie sich, Wir bringen dich erstmal ins Leben. Eine Patientin, wer kommt, die muss weg. Hast du einen Schlüssel? Ja, klar. Notfall-Sedi. Ja, okay. Ja. Bist du bereit? Ja, ich bin bereit. 1, 2, 3. Bin doch nicht umgekehrt. Ganz ruhig, Mami, ganz ruhig. Ganz ruhig. Ich hab ihn. Okay. Okay. Wir hatten ja jetzt hier eine sehr prekäre Situation, denn wir haben hier ganz viele andere Patienten, die sich nicht infizieren dürfen. Da müssen wir blitzschnell handeln und deswegen haben wir eine Notfallsedierung auch durchgeführt zum Eigenschutz, zum Schutz des Patienten und natürlich auch zum Schutz der anderen Patienten. So, ich rufe gerade im Labor an. Notfalllabor, ne? Ja. Ja, hallo, hier ist Birgit Maas. Ich wollte euch nur Bescheid sagen, wir haben Notfalllabor jetzt. Verdacht auf Rabies. Also, dass ihr die entsprechenden Vorsichtsmaßnahmen trefft. Okay, nur dass er das jetzt ganz bevorzugt behandelt. Wir müssen es so schnell wie möglich wissen. Wir sind dann wieder zurück in den Schockraum gegangen, haben dann unsere normalen Routineuntersuchungen weiter durchgeführt. Denn es ist ja hier wichtig, das Blut wirklich zu bestimmen, um zu gucken, was jetzt dahinter steckt. Denn bisher waren es ja nur Vermutungen. Das konnten wir jetzt Gott sei Dank machen. Der Patient war unter Beobachtung, auch weiter unter Sedierung. Und jetzt warten wir erstmal die Ergebnisse ab. Doch Zeit für eine Verschnaufpause bleibt Birgit Maas nicht. Eine junge Frau mit besorgniserregenden Bauchkrämpfen braucht dringend ärztliche Hilfe. Ja, ich leg das mal einmal gerade hin. So, guten Tag. Ich muss noch gerade die Hände desinfizieren, deswegen gebe ich Ihnen jetzt nicht die Hand gerade, ja? So, was ist los? Hallo. Ich habe ganz, ganz starke Krämpfe. Und mir ist richtig schlecht. Ganz plötzlich jetzt? Ja. Also, wir haben erstmal eine Wärmflasche genommen, aber die wurden immer schlimmer. Und dann habe ich gesagt, weißt du was, Schatz, wir gehen jetzt ins Krankenhaus. Das gefällt mir einfach nicht. Ja. Haben Sie Ihre Periode zurzeit? Nein, gar nicht. Davon kann es nicht kommen? Nein. Okay. Machen wir mal auf jeden Fall Ultraschall und haben mal ein Stethoskop hier. Dann ich bringe ein Stethoskop. Okay, super. Da sie ja Bauchschmerzen hatte, habe ich natürlich erst mal gefragt, ob sie ihre Periode hat, weil das verursacht ja auch manchmal ganz schlimme Krämpfe bei manchen Frauen. Das hat sie aber verneint. Da liegt natürlich die Vermutung nahe, dass sie was Falsches gegessen hat. Und deswegen habe ich dann genauer mal über ihre Ernährungsgewohnheiten nachgefragt. Hat sie denn irgendwas Ungewöhnliches gegessen? Nee, sie macht eine Diät. Und gucken Sie sich das mal an. Die braucht das ja gar nicht. Und sie nimmt seit Wochen nimmt sie die Chiasamen. Und sie ist ja auch nicht mehr normal. Und wofür sind die jetzt da? Für Diäten oder für was? Für Diäten, dass sie abnimmt. Aber sehen Sie sich die an, die ist so dürr. Hinter dir ist das Gerät, ne? Nicht, dass du steuerst. Blinddarm haben Sie draußen? Ja. Okay, da kann es das schon mal nicht sein. Also hier ist schon, der Bauch ist schon ein bisschen hart. Wie viel trinken Sie denn so am Tag an Flüssigkeit? Okay. 2 Liter bestimmt. 2 Liter? Du trinkst gar nichts, ey. Die trinkt viel zu wenig. Also 2 Liter sind es nicht, sagen Sie? Nee, definitiv nicht. Also okay, jetzt mal Butter bei der Fische, das ist jetzt wichtig. Wie viel trinken Sie? Vielleicht ein Glas oder so. Ein Glas Butter? Ja. Plus diese Chiasamen. Die Frau Ludwigs hat angegeben, dass sie, um ihre Diät zu unterstützen, Chiasamen zu sich nimmt. Das sind Samen, die nimmt man halt zu sich, die quellen stark. Die sollen natürlich so ein Sättigungsgefühl verursachen. Das hat natürlich nur Sinn, wenn man auch ausreichend trinkt. Also, schauen Sie sich mal an, das ist viel zu wenig, was Sie trinken, ne? Also diese Mittel, die kann man natürlich für Diäten nehmen, aber man muss sie vernünftig anwenden. Wenn Sie die schlucken und die quellen im Magen-Darm-Trakt, dann saugen die alles an Flüssigkeit auf. Wenn von oben nichts nachkommt, dann verklumpt das. Und ich vermute, dass Sie hier eine ganz gehörige Verstopfung haben, Kotstau. Der übliche Weg ist ja, dass die Nahrung im Mund halt zerkleinert wird, gelangt durch den Darm. Der Darm versucht natürlich mit der Peristaltik seine Eigenbewegung das weiterzutreiben. Das gelingt ihm nicht immer. Das nennt man dann Verstopfung und das verursacht halt ganz starke Schmerzen. Wir werden das jetzt kontrolliert abführen. Das heißt, Sie bekommen von uns Abführmittel. Wir werden das hier genau überwachen. Und natürlich jetzt was Schmerzstillendes, Krampflösendes. Ne? Aber da reden wir noch mal drüber, über so ein Essverhalten. Ja, das ist immer das Problem der Unkenntnis. Ja. Ne? Jetzt bleiben Sie erstmal hier. Okay. Ja? Ich halte es jetzt schon für sinnvoll, dass die Frau Ludwigs eine Ernährungsberatung in Anspruch nimmt. Dass man natürlich die Stoffe, die man zu sich nimmt, auch in der richtigen Dosierung nimmt. Das kann natürlich bedenkliche Formen annehmen. Und deswegen, denke ich, sollte sie sich einfach ganz neutral mal beraten lassen.
Okay, schönen Tag hier noch. Tschüss. Oh, Lars, die Blutergebnisse von Marvin sind auch da. Ich hole mir nur gerade noch Handschuhe. Oh, ja. Sieht so hart aus. Was macht er? Ist er noch ruhig? Er ist ruhig, er wacht langsam auf. Okay, genau. So, dann gucken wir mal. Sagen Sie doch was, Frau Doktor. Was hat er? Ja, ich muss mich gerade selber erstmal sammeln. Also, ich habe eine sehr gute Nachricht. Es handelt sich nicht um Tollwut. Das heißt, wir können den Mundschutz abnehmen? Wir können die Maßnahmen aufheben. Das ist gut. Ich habe aber jetzt gerade hier gesehen, Sie waren im Ausland, ne? Ja, richtig, in Thailand. Mhm. Haben Sie Malaria-Prophylaxe betrieben? Malaria, ich... Haben Sie wahrscheinlich nicht... Ich glaube... Haben Sie vorher nicht beim Tropeninstitut und so informiert, ne? Also es wurde Malaria nachgewiesen. Oh Gott. Ne? So, das ist, ganz ehrlich, das ist sehr viel weniger schlimm als Tollwut, weil Tollwut hätten wir jetzt nichts mehr für Ihren Sohn tun können, ne? Malaria können wir das sehr wohl. Es scheint sich hier um diese Malaria tropica zu handeln, das heißt, die ist sehr aggressiv, lässt sich aber ganz gut behandeln, ja? So, und da kommt halt als Nebenwirkung oft schon mal diese zerebrale Malaria vor, die er jetzt hat, und deswegen hat er mit diesen Krampfanfällen reagiert. Wir müssen aber auch diese Bisswunde behandeln, weil die hat sich infiziert, Gott sei Dank nicht mit Tollwut, aber da sind so Sachen drin, die müssen wir auf jeden Fall behandeln. Ja. Der Marvin wird natürlich bei uns stationär aufgenommen. Er wird dann gegen Malaria gerichtete Medikamente bekommen. Wir werden natürlich engmaschig diesen Verlauf jetzt weiter betrachten. Denn das Fatale bei der Malaria-Erkrankung sind einfach diese heftigen Fieberschübe, die dem Patienten natürlich unheimlich schaffen. Deswegen braucht er hier unsere Unterstützung. Wir werden ihm Infusionen geben, weil er wird jetzt so nichts schlucken können. Da kommt es schon mal zu Lähmungen. Das heißt, die verschlucken sich. Die Gefahr ist ganz groß. Und daher kommt auch diese Hydrophobie. Nennen wir das so, diese Angst, panische Angst vor Wasser. Und das war das, da war er nicht Herr seiner Sinne. Okay, aber ne? Er wird auf jeden Fall wieder gesund. Da gehe ich jetzt von aus. Man darf sich natürlich nicht der Versuchung hingeben, dass man sich auf eine Vermutung allein stützt, die ich ja jetzt hatte mit der Tollwut. Da ist einfach ganz wichtig, dass man auch die Blutergebnisse auch differenzialdiagnostisch überprüft, dass man auch an andere Krankheiten denken muss, die ähnliche Symptome haben und vielleicht auch Krankheiten, die in diesen Gebieten vorkommen. Das ist jetzt in dem Fall auch die Malaria. Deswegen haben wir das direkt mit untersuchen lassen, denn diese Fieberschübe sind auch typisch für Malaria. Der Malaria-Patient war nach einer Woche wieder vollkommen gesund. Auch die Schnittwunde seines Vaters verheilte gut.